as we in Africa, we didn't made anything wrong against the planet, and now we are usually paying very much for what the industrial country are doing all over the world. It's a question of how do you look at climate. For other people, they can't afford something low because it's about life and death. So when you look at 1.5, that's it's about whether you save life or not. So some people would say it's too ambitious, but for others, it's about saving life. It's about whether you survive or not. The strong country has to react more and more to save the planet, because our house is the planet, and we are all concerning about this climate changing. Diese Probleme zu lösen, war das Ziel der 23. Weltklimakonferenz in Bonn. Dazu kamen die Teilnehmer aus 197 Ländern in der extra errichteten Zeltstadt zusammen. Doch was können wir tun? Um das Klima zu schützen, mache ich mir sehr viel Gedanken, was ich selber in meinem Leben verändern kann. Das bedeutet, ich habe jetzt erstmal eine Plastikflasche in der Hand, ja, aber darüber denke ich auch nach, wie kann ich Plastik einsparen, wie kann ich einfach in meinem Leben Stück für Stück Dinge reduzieren, die nicht wirklich notwendig sind. Wir beziehen Ökostrom, also wir haben uns von den herkömmlichen Energieanbietern gelöst. Beim Auto könnte man bestimmt viel einsparen und ansonsten wird es für mich persönlich auch schon schwer. Also ganz klein. Erstmal mein Kind zu erziehen, diesen Planet zu retten und nicht viel Plastikmüll zu produzieren. Viel Fahrrad fahren. Ich fahre zum Beispiel jeden Tag mit dem Zug und mit dem Fahrrad zur Arbeit und lasse das Auto zumindest in den allermeisten Fällen stehen. Also ich würde jetzt Kurzflüge zum Beispiel vermeiden. Gut, ansonsten recyceln und so weiter, wie jeder. Ich habe einen relativ großen Garten und arbeite da fleißig und baue mein Gemüse selbst an. Ja, man kann eigentlich noch mehr machen. Der Wille nach Veränderung ist da. Die Politik kommt mit ihren Maßnahmen mehr schleppend voran. Unternehmen haben kein Interesse an höheren Kosten durch Klimaschutz. Der Präsident eines der größten Industrieländer erkennt den Klimawandel nicht an. Gibt es da überhaupt noch Hoffnung? Sind die im Pariser Klimaabkommen vereinbarten Ziele so noch zu erreichen? When everybody make an effort, everything can be possible. So far, the Paris Agreement is sufficient. Also im Endeffekt geht es darum, dass wir als Menschheit uns vereinen miteinander und uns diesem Problem, was wir uns ja selber kreiert haben, zuwenden. Those that have ability to reduce emissions and are producing more emissions, they should just do that. Because those that are producing more also have a lot of ability to also do more. So that's my biggest message. Dass man sowohl hier in Deutschland auch nicht immer auf die anderen zeigt, sondern auch in Deutschland mal wirklich, auch selbst wenn die schmerzhaft sind, Entscheidungen trifft, die wirklich die Emissionen stark zurückfahren können und dann eben auch weltweit auf erneuerbare Energien zu setzen. The most important we have to change here. And then everything will be okay and possible.